Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist endlich soweit. Wir haben es endlich auf die Reihe bekommen, uns zu treffen für unsere Zweispielerkarriere. Das, was wir so ein bisschen angekündigt haben. Und ja, wie ihr seht, habe ich mein Team schon festgelegt. Du hast dein Team auch schon festgelegt. Ja, mit wem ich spreche, das ist der Maki. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, du hast ja ein bisschen was ausgedacht für deine Karriere, die du allerdings nicht aufnehmen willst. Also das quasi wird hier für mich mein eigenes Let's Play sein. Genau. Aber du kannst natürlich, während ich hier mich mal kurz ein bisschen umgucke, ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Also ich hatte mir überlegt, da das Jahr, wann haben wir es letztes Mal gemacht? 20, ne? FN 20? 21? Oder? 21. Wollten wir was anfangen. Da hatte ich aber das Problem mit meinem Lenkrad, dass das immer wieder ausgegangen ist. Da beim letzten Male, wo wir zusammen Zweispielerkarriere gemacht hatten, da lief es immer nicht so gut, da bin ich ja mit Lenkrad gefahren und da gab es immer so ein bisschen Probleme und ja, die Emotionen gingen nach oben. Und deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Der Kev wird in seiner Karriere mit dem Lenkrad wieder fahren. Er hat jetzt wieder ein Lenkrad. Genau. Ich bin am Controller, werde aber praktisch bis auf Linie, also für die Kurven, dass ich weiß, wo die Bremspunkte ungefähr sind, werde ich ohne Fahrhilfen fahren. Das heißt, kein ABS, ich werde selber schalten und alles so ein bisschen als so ein bisschen wie der Neuling in der F1, der sich erstmal finden muss. Das ist so meine Story, so um das mal ein bisschen zu üben, weil ich wollte gerne mal ein bisschen mit Controller, mal ein bisschen ohne Online-Liga-Rennen, mal ein paar Sachen üben, ohne Fahrhilfen zu fahren, und deswegen nutze ich das hier in der Karriere mal ein bisschen. Genau, bei mir sieht man ja, welches Team ich mich entschieden habe, und du hast dich auch für ein Team entschieden. Genau, ich werde für den Herrn Günther Steiner wieder fahren, der Mann des, wer heißt Drive to Survive, der Mann von Drive genau. to Survive. Ja. Ja. Ich werde ihm eine neue Fax-Mesh-Storb liefern, sozusagen. Wie er so schön gesagt hat damals, wo ihm Kevin Magnussen die Tür damals zerdeppert hat, nach dem Debakel mit Grosjean zusammen. In Australien, ne? Ich weiß nicht mehr, irgendwo hat er die beiden in sein Büro bestellt und dann hat er die Tür beim Rausgehen zerschmettert. Fax-Mesh-Storb war ja dann legendär. Ja, du hast natürlich. Welchen Teamkollegen hast du festgelegt für dich? Ich habe genau diesen Kevin Magnussen wieder nach Hause geschickt, denn ich übernehme jetzt die Fax-Mesh-Store und werde mit Nico Hülkenberg, dem Hulkster, werde ich wieder ins Rennen gehen. Genau, bei mir ist es tatsächlich, ich habe Stroll Junior nach Hause geschickt. Ich werde also quasi mit Fernando Alonso zusammenfahren. Ist klar, S. Martin wollte ich nehmen, hatte ich damals auf einem 21er nehmen wollen und ja, jetzt ist es tatsächlich soweit, weil das ist eines der wenigen Teams tatsächlich, das mich doch in meinen Karrieren überhaupt fehlt. Ja, bin gespannt, wie das Auto wird, wie es alles wird, und ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gucken uns mal an, was passiert. Achso, wir haben übrigens den Vertragsmodus genommen, das heißt, wir können frei mit anderen Teams verhandeln und werden nicht immer als Teamkollege fahren. Ne? Genau. Das mal kurz noch dazu eben. So, Autoverführung. Da ist der neue Aston Martin. Schönes Auto, definitiv. Ich finde auch den neuen Haas schick. Ich weiß nicht, was manche da haben. Ich finde dieses Schwarz mit dem Weiß obendrauf ist wieder eine schöne Erinnerung an die Zeiten, bevor Rich Energy, glaube ich, kam. Ne? Genau. Schon mal diese Lackierung. Wo sie nur Haas draufstehen hatten. Genau. Da war es aber noch das Haas mit dem Rot umrandet. Aber da sah das Auto ungefähr ähnlich aus. Da lief es auch noch besser für Haas. Und ja, deswegen finde ich das eine schöne Erinnerung an die damalige Zeit. Ja, und ich habe natürlich auch mit einem der besten Teamchefs überhaupt, nämlich Mike Craig, den man natürlich auch aus diversen Formel-1-Übertragungen kennt. Auch ein deutschsprachiger Österreicher ist er, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht zu 100% sicher. Gut, Steiner ist klar, ist ja Tiroler, also Österreicher, klar. So, also wir können übrigens tatsächlich, wenn wir auch links an dem Menü sind, nicht sagen, ich springe schon voraus, während der andere noch irgendwo ist. Also wir müssen beide alles immer zusammen bestätigen. So.
gucken wir mal, was wir haben. Triebwerk. Wir haben jetzt 400 Ressourcenpunkte, die wir in der Woche kriegen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden irgendwann. Ich weiß gar nicht, sehe ich gerade irgendwie, wie viel wir überhaupt haben? Ressourcenpunkte, ich sehe jetzt gerade nichts. Ich gucke mal gerade. Okay, hier können wir noch nichts machen. Ich hör mal. Ich gebe mir mal kurz was zu trinken holen. Ja, alles gut. Ich bin hier gerade sowieso noch ein bisschen dran. Also es wird eine längere Folge werden, Leute. So, Ablaufdatum Montag, 10. Juli. 37.000 verdienen wir. 3 Millionen Marktwert, 50.000 Marktwert. Gut, klar, wir sind ja mehr oder weniger der komplette Rookie hier. So, ja, Kollege wartet auf mich. So, Personal verbessert. Möchte Ressourcen plus 400. Die haben jetzt, glaube ich, diese 400 Ressourcenpunkte. Und jetzt warte ich nur ganz kurz, bis der Kollege wieder da ist. Weil ich habe hier was zu trinken tatsächlich stehen. Und gucken wir mal, was die Reifenauswahl mal. Ja, okay. Ausgewogen oder weniger ausgewogen. Wir werden die weichere Variante nehmen. Nimmt er das jetzt so? Ja. Warte mal. Reifenauswahl ich noch zur Firma. Ja, doch. Alles gut. Und dann müssen wir keinen Moment noch warten, wie gesagt. Geht sofort los, endlich mit F1 23. Und das habe ich auch schon mehrmals angesprochen. Es wird wahrscheinlich nicht jede Woche klappen. Nur so gerade nebenbei. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen Zeit finden zusammen, um zusammen aufnehmen zu können. Und deswegen kann das durchaus mal eine Woche oder zwei dauern, bis wir uns wieder treffen. Das haben wir ja schon öfters mal gehabt. Das ist halt so, wenn man zu zweit unterwegs ist. Es müssen nur beide passen. Mit beiden die Zeit passen. Gut, momentan haben wir ja noch das Breaking Point. Und ansonsten finden wir schon irgendwas, was wir da reinschmeißen können. Aber wir versuchen so häufig wie möglich uns zu treffen, dass das funktioniert. So, du bist wieder da? Ja. Supi, dann letztes Rennwochenende. Schöne Dose Bier am Morgen, ja? Nein, Limo. Ja, ja, alles gut. Ich habe hier mir cooles Wasser stehen. Ich bin kein großer Biertrinker und wenn ich trinke, dann meistens Schnaps oder sowas. Alles gut, das war ja nur ein Spaß. Ich weiß, aber ich wollte es nur sagen, ich bin generell kein großer Biertrinker. Ich auch nicht. Also ich trinke schon das mal Einzige, gerne. Das Einzige, was ich gerne trinke, ist, wenn ich mal ins Restaurant gehe und die haben Hefeweizen da. Das trinke ich gerne, das ist schön sanft, schön weich, das trinke ich gerne. Also tatsächlich haben die Training 1, Training 2, Training 3 auf 30 Minuten. Ja, Bier natürlich muss man immer ein bisschen gediegen genießen. Ich bin auch keiner mehr, der irgendwo groß weggeht oder was auch immer. Das ist, die Zeit sind vorbei. Ich bin jetzt fast 40. Ja, daher. Man wird irgendwann älter und gemütlicher. Ich bin auch nicht viel jünger als du. Du bist doch jünger als ich. Hä? Du bist doch jünger als ich. Wie alt bist du jetzt? Viel jünger als du. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 35. Du bist ein Jahr jünger als ich. Ich bin im Mai 36 geworden. Nein, das war früher mal so. Mit Mitte 20 und so, da ist man natürlich immer Party machen gegangen. Jetzt nicht mehr, halt nicht mehr. So, ich habe jetzt hier noch genug diverse Sachen, Nachrichten bekommen. Wird doch vorher sagen, es bleibt natürlich trocken. Es war auch irgendwo nicht anders zu erwarten. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich muss mich vielleicht nochmal mit meinem Dings zurechtfinden hier. Ja. Also wenn du dich mit deinem Ding zurechtfinden musst, dann... Ja. Mit meinem Lenkrad nochmals. Also wie gesagt, ich habe zwar jetzt die Tasten hier oben beschriftet, aber ja, es wird eine Weile noch dauern, bis man das Ding hat. Wir haben dem Kev links ein L hingeklebt und rechts ein R, damit er weiß, wo er hinlenken muss. Das nicht, aber ich habe tatsächlich L2 und R2 auf den Tasten stehen. Warte mal, Natalie Pinkham erzählt gerade was. Gut, ich habe Untertitel an. Teams haben hart gearbeitet, in der Entwicklungsphase einen Vorsprung gehabt. Sie haben nicht nur ihre
Okay, das war's jetzt von mir. Lasst uns nun endlich loslegen. Las Vegas, ja, das wird wahrscheinlich auch ein Highlight. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mir die Linie angelassen habe, weil Las Vegas und eine Linie traue ich mir nicht zu. Ich bin bisher nur Portugal gefahren. Und das auch, da dauert das, bis ich ein bisschen reinkam. Man hat, glaube ich, zwischendurch dich sogar gesehen, ne? In der Aston Martin Box. Ja, ja, genau. Aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Spritverbrauch ist, desto mehr hilft uns das weiter. So, gucken wir mal kurz das Garagentutorial. Ich muss immer zwischendurch eine neue Videoaufnahme starten, weil bei PlayStation 5 ist es tatsächlich so, du kannst mal bis zu einer Stunde am Stück aufnehmen, aber du kannst halt maximal beim Kopieren von nur 30 Minuten machen. Also die Folgen dürfen 30 Minuten maximal lang sein, weil die dann Datei zu groß wird. Bis ich weiß, das geht mir bei den Online, bei, wenn ich hier meine Liga-Rennen aufnehme, genauso. Aber also ich muss dann ungefähr 30 Minuten zusammenschneiden und dann nochmal 30 Minuten. Das ist das Rennen zum Beispiel. Ja, du musst ja dann trimmen, die ganzen Sachen, damit du rüberkopieren kannst. Und dann schneide ich die bei meinen Dings zusammen. Gerade beim Fernbus-Simulator ist es so, da kommen Folgen raus, die sind 2 Stunden lang. Gut. Session-Info. Jetzt muss ich auf Viereck drücken. So, Rennstrategie. Trainingsprogramm, freie Training, okay. Ich fahre erstmal Fahrt, ne? Wir fahren auf Medium, ne? Würde ich sagen. Weil Hart ist, glaube ich, keine Option. Na gut, kommt doch. Doch, wir fahren mal auf Hart im ersten Training. Vielleicht ist es doch eine Option. Gucken, je nachdem, wie es aussieht beim Start. So, okay. Bist du schon auf der Strecke? Ja. Okay. So, also wie gesagt, Wetter wird toll sein. Und. Und für Leute, die fragen, welches Lenkrad ich mir übrigens neu geholt habe, es ist das Logitech. Ne, Thrustmaster, Entschuldigung. Thrustmaster T300 GTAS mit dem Ferrari SF1000 Update. Aber muss ich halt, wie gesagt, das ist, ne, es sieht halt geil aus und es lässt sich gut fahren. Ne, du fährst nämlich Controller, hast du gesagt, ne? Ja. Ich denke mal, der Anfang wird sowieso erstmal bedeuten, sich erstmal zurechtzufinden. Ich glaube, große Punktejagd, wenn wir beide nicht haben. Aber halt Hauptsache beide irgendwie ein bisschen wieder reinzukommen. Ich bin zum Beispiel 1,5 Jahre gar nicht gefahren und auch für dich ist deine Einstellung jetzt gerade absolutes Neuland. Ach ja, und was ich noch vergessen hatte, ich fahre auch Cockpit-Perspektive. Ja, ich fahre die Telekamera, also über Cockpit. Das bin ich schon immer gefahren. Ja, aber ich meine jetzt für das Projekt hier. Nee, alles gut, wie gesagt. Vollkommen okay. Ja gut, das ist durchaus realistischer, ne? Aber ich fahre ja Formel 1 seit grob 97, also seit 97 auf N64 damals und habe mir damals so, bin damals schon immer über Cockpit-Perspektive gefahren mit dem Helm. Den Hart musst du echt teilweise aufpassen. Du hast teilweise echt am rausbeschleunigen deine Probleme. So, gucken wir mal. Temporadar 328,14 geblitzt worden. Ja, genau das meine ich gerade. Dieses Wegdriften. Muss echt aufpassen beim Arsch. Das ist nicht mehr wie früher. Auf dem Gaslatsch schon gut ist. Wir fahren übrigens KI-Stärke 75, also wie gesagt, sollte das natürlich jetzt alles zu einfach werden. Und wir fahren von Beginn an vorne weg, wenn wir die hochstellen. Sollte das aber zu schwer sein, dass
KI uns um 20 Sekunden pro Runde wegfährt, werde ich es wieder runterstellen. Also nur so nebenbei. Ich versuche gerade mit so einem Mittelding zu finden. Aber ich bin eigentlich schon immer 75 oder 80 gefahren. Aber ich weiß halt nicht, wie der Unterschied zu dem neuen F1 ist. Und wir haben eine absolute Neuerung in F1. Das wollte ich gerade kurz mal. Also in F1 22. Es gibt rote Flaggen. Und das hat man bisher auch noch nie. Vielleicht sehen wir sie ja bald. In Monaco bestimmt. So, mal gucken, ob ich deine Rundenzeit geknackt bekomme, direkt auf Anhieb. Wahrscheinlich eher weniger. Knapp, ich bin dran. 0,1 Sekunden. Ah, das könnte es aber spannend machen. Ah, nein. Oh. Hast du dich weggedreht? Nein, nein. Quersteher gehabt oder was? Naja, ich fahre Streckenakklimatisierung. Mhm. Und ohne ABS die Tore in der Kurve zu treffen in Apex ist manchmal ein bisschen, ja. Ja. Ja, wie gesagt, du musst halt echt mega aufpassen mit dem Gas. Das ist halt nicht übertreiben. Das ist das, was ich meine. Ich hatte nämlich auch einen kleinen Quersteher gerade. Das ist 28,2, okay. Du bist absolut nicht auf Zeitenjagd, ne? Nee. Weil ich gerade deine Rundenzeit unterboten habe, also deine Sektorzeit. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich muss auch mal das Trainingsprogramm mal fahren. Ich glaube, danach fahre ich das auch. Aber ich versuche halt mit der Strecke gerade so ein bisschen klar zu kommen mit den Harten. Training ist eh noch nicht viel wert. Das große werden wir halt, genau das meine ich. Das große werden wir halt morgen sehen in der nächsten Session. Im Qualifying, dann wissen wir, okay, wo wir auch alle stehen. Dann mache ich mal das Gas weg, dann fahre ich mal in die Box und guck mal, was mein Dings macht. Achso, ich habe auch schon eingangs so ein bisschen erwähnt, dass hier nicht jede Woche oder hier zwei Wochen kommen kann, dass das auch mal durchaus ein bisschen was länger Pause hat. Das muss halt immer ein bisschen passen mit der Zeit, ja. Fährst du jetzt auf Zeit? Ist konzentriert. Hä? Wieso? Was denn? Wieso? Wegen Zeitfahren jetzt? Nein, ob du jetzt auf Zeit bist oder bist du immer noch in der Streckenakklimatisierung? Ich bin immer noch Streckenakklimatisierung. Ich habe nur die letzte Runde mal auf Hotlap gefahren. Das war die Frage, genau. Okay, dann weiß ich Bescheid. Was bist du gefahren? 36,2? Bist ja alle, okay, anderthalb Sekunden. Für mich ist das natürlich auch wieder Training. Wie gesagt, ich bin anderthalb Jahre raus und alles. Muss halt auch immer wieder ein bisschen reinkommen in die Dings. Oh, ey. Bei Ferrari mit McLaren fahren jetzt die Autos raus. Da sind gerade die Leute rausgekommen. Wie gesagt, ein Vorteil ist, dass es heute echt nicht so warm ist, weil ich habe Breaking Point bei 32 Grad Außentemperatur aufgenommen und
Ich sitze unter dem Dachgeschoss, ich sitze genau unter der Sonne. Mir ist so warm gewesen am Ende. Aber ich werde wahrscheinlich jeder danach wieder duschen müssen. So, Na gut, 1,4 Sekunden. Bist du schneller? Und ich habe auch nur Standard-Setup gerade drin. Ich habe kein Setup ausgewählt. Das fällt mir gerade auch ein. Das war bei mir gerade genauso. Ich habe tatsächlich auch kein Setup drin. Gut, dass ich das, dass man das sagt. Warte mal, jetzt muss ich direkt. Also ich bin jetzt erstmal nur ein bisschen zum Streckeüben rausgefahren. Ja. Im Training so. Ist ja eh wurscht. Da kannst du ja das Setup wechseln, wie du willst. Da ist ja noch kein Parkplan. Nee, ja, das wird im. Ich wollte sagen, das wird dann, sobald du rausfährst im Qualifying, wird es dann erst ernst. So. Gut, dann fahren wir mal schauen, was wir machen. Rennstrategie, Streckenautomatisierung. Dann fahren wir mal die Streckenautomatisierung. Würde ich sagen. Auf Medium. Auf Inters. Ja, fahren wir jetzt auf Inters, genau. So. Jetzt fahren wir sie auch mal auf Akklimatisierung. Wir wollen also quasi pro Session auf jeden Fall ein Trainingsprogramm zeigen jeweils. Ich muss ja auch mal noch eine Sache gerade mal kurz erwähnen, weil ich das hier gerade sehe. Mach das. Ich finde es sehr schön, dass die KI alle auf anderen Reifen, also Lando Norris auf Soft, Max Verstappen Hard, Valtteri Bottas auf Medium, also es ist nicht einfach nur die KI fährt dumm und dämlich auf den gleichen Reifen raus, sondern es ist wirklich das Gefühl, jeder denkt für sich selber. Also sagen wir mal so, es soll wohl so sein, dass die KI intelligenter ist. Sie machen auch mehr Platz, wenn du überrundet bist und stehen dir nicht stupide auf der Linie im Weg. Hinter mir ist ein Mercedes, die Frage ist auf Zeit oder auf Dings? Ich glaube, der ist bestimmt auf Outlap. Auto hinter mir. Fahrer hinter mir. Achso, ja. Das funktioniert nicht, glaube ich, nicht so ganz, glaube ich, wenn man in der Party ist. Das funktioniert, glaube ich, nur im Ingame-Chat. Das war das gerade mal die Idee. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:36,2. Ich hätte aber gerne die Dings gehabt, mal gerade. So, jetzt muss ich mal kurz mich selber ein bisschen konzentrieren, weil jetzt fahre ich nämlich selber die Akklimatisierung. Mal das DS automatisch rausnehmen sollen. Mercedes macht gerade ein bisschen Druck dahinter mir. Das ist also jetzt blöd, dass ich genau unter dem Programm bin, dass ich jetzt gerade keinen Platz machen kann. Das war natürlich blöd. Das hat nicht funktioniert. Scheiße. Nein, 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 nein!
Scheiße. Abflug gehabt und Unterboden beschädigt. Ja, George Russell ist voll in dich reingeballert. Okay, dann habe ich das nicht gesehen. Ich hab, na, das war wahrscheinlich deswegen der Grund, warum ich gedreht habe. Ich war halt wirklich und nicht. Du bist die Kurve zu weit außen angefahren, da wollte er innen rein. Dann ja. Bist du noch innen und dann ist er dir die rechte Seite reingefahren, hat sich den Flügel von Frontflügel abgefahren. Okay, dann hast du mehr gesehen als ich. Weil ich hab's nämlich nicht gesehen. Ich muss jetzt in die Box, Unterboden beschädigt, und wenn ich Pässe habe, ist das Ding nämlich jetzt gerade durch. Ups. Ja gut, das könnte meine Schuld gewesen sein, natürlich, weil ich da irgendwie reingezogen bin. Ich habe aber einfach nicht gesehen. Ich wollte einfach wieder dieses Tor durch. Ich hoffe mal, dass das Auto nicht so schwer beschädigt ist. Fünf Minuten, dachte mir gerade meine Session-Zeit. Ja, ich breche dann hier ab, also ich bin dann raus für die Session zumindest. Jo, dann mache ich ja auch beenden. Macht jetzt am meisten Sinn. Wo kann ich jetzt doch zum Ende des Dings springen? Na, Session beenden. So wie du auch, wenn du das Qualifying abstellst. Warte mal. Ja, da war das, genau. Gut, Zeit ist hier jetzt gerade unwichtig. Alonso, Erster. Obwohl wir jetzt gar nicht mal so weit hinterher sind, muss ich mal sagen. Ja, das dafür, dass ich selber schalte und das nicht gewohnt bin. Leclerc muss auf jeden Fall was Schlimmes gehabt haben, nämlich gar keine Zeit. Ja, was heißt nicht näher der? Ich bin 2,5 Sekunden hinter Russell und Verstappen. Ja, aber die waren auch auf Hard. Ja. Gut, okay, 2,5 Sekunden. Die Zeiten waren auf Soft und auf Medium. Gut, okay, das macht natürlich wieder klar. Gut, Verstappen ist halt klar, da ist es, glaube ich, nicht schlimm, da so ein bisschen hinterher zu hängen. Gut, Leclerc halt. Aber das, wie gesagt, das wird sowieso alles erst in der Dings passieren, in der im Qualifying. So, wollen wir mal weiter zur nächsten Session. Und dann schauen wir mal. Ach so, machen wir schnell das Training wahrscheinlich am besten, ne? Würde ich gerade mal so sagen. Weil das geht dann schneller, jetzt, als wenn wir. Jetzt haben wir schon gedrückt, glaube ich, oder? Nee, ich habe noch ganz gedrückt. Okay. Ich habe jetzt. Das? Warte mal, wo? Du musst auf Dings gehen, Session starten und dann hast du da die Auswahl, wie du die Trainingssession spielen willst. Ich würde sagen, wir machen grundsätzlich das schnelle Training. Ja. Bei mir, ich kann nur weiter zur nächsten Session oder? Ja, und dann hast du es ja dann direkt. So, weiter ein Programm. Wir waren jetzt auf Rennstrategie. Was machst du jetzt, Reifenmanagement oder Rennstrategie? Rennstrategie. Okay, dann fahre ich das Reifenmanagement. Dann machen wir was anderes. Gut, okay. Was haben wir denn hier? Verbleibende Zeit. Warte mal, Motorleistung, Reifen, eine Runde, fahre eine Runde, ohne von der Strecke abzukommen. Dann machen wir das ganze Ding mal auf Mitte, der Hälfte. Ach, wir können gar nicht selber fahren. Oder? Das Schnelle wird dann wie simuliert. Ah, okay, alles klar. Okay, dann müssen wir es doch wieder auf dem normalen Training machen. Dann machen wir jetzt, zeigen wir jetzt einfach mal kurz das andere, dann überspringen wir jetzt das Q2 quasi mehr oder weniger.
Ist dringend, dringend. T2, ja. Oder P2, Practice. Okay, alles klar. Das Programm ist fehlgeschlagen. Okay. Du bist rausgeflogen, ne? Hä? Wie war's rausgeflogen? Ich hab die Session verlassen, wurde mir gesagt. Hä? Was denn das jetzt? Oh. Was passiert? Ich wollte eigentlich nur, weil ich war mit meinem fertig. Ich wollte eigentlich nur Dings zurück an meinen Arbeitsplatz. Ich komme wieder rein. Alles klar, dann dauert's einen kleinen Moment. Bisschen unübersichtlich, die Steuerdings. Ja, aber man muss erst mal ein bisschen sich, aber gut. Man muss sich ein bisschen rein. Kreis Session verlassen. Super, wollte ich raus. Ja, Session verlassen, hast du wahrscheinlich die ganze Lobby verlassen direkt, so wie ich das gerade mitbekommen habe. Ja. Weil ja, das Training 2 hat er tatsächlich nicht übernommen. Aber ist nicht schlimm, dann machen wir es nochmal. Dann machen wir nochmal zur Strecke. Dann ist es so richtig. Dann haben wir es nochmal ganz kurz gezeigt. So. Du hast gesagt, du machst die Rennstrategie, dann fahre ich das. Ach, der hat es trotzdem übernommen, okay? Warte mal, hart vorbehalten. Medium, ja. Okay. Rausfahren. Na, fahren wir mal aus Reifenmanagement. So, wir haben das erste Mal, glaube ich, jetzt. Mal kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. Alles gut, kein Schritt. Ach nee, ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir haben jetzt erstmal Nacht, aber wir haben nur Dämmerung. Upala, bisschen aufpassen. Ja, gut, ich weiß nicht, ich bin zu weit rausgekommen. Ihr werdet wahrscheinlich eh nur die Trainingsprogramme statt Trainingsprogramm versuchen abzuschließen und dann die Session beenden. Die Session beenden ist richtig. Hupala, aufpassen. Das war ein bisschen zu viel, das ist gut. Ein bisschen aufpassen, was die Dings betrifft, dass wir nicht zu weit. Wenn ich ins Rote komme, sind voll im grünen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes. So, 3 Runden fahren, okay. Gut, die Zeit ist jetzt violett, das sind wahrscheinlich aber hier die ersten oder die einzige auf der Strecke. Sind wir sogar im lila Bereich. Also die Zeiten sind jetzt eh irrelevant. Es geht jetzt rein nur um den Reifenverschleiß, dass wir den im Griff bekommen.
wie gesagt, wir sind voll da oben mit drin. Wir sind genau an der oberen Kante, das ist toll. So, erste Runde, normale Reifenabnutzung, mal Fragezeichen. Ach, die müssen auch Zeit doch gehen. Ach, wir brauchen doch die Zeit dabei. Okay, die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. 36,3. Und dafür aber 3 Rundzeit. Okay, jetzt verstehe ich das ganze Ding gerade. Bist du schon fertig oder? Nein, nein, ich bin noch dran, ich bin in der zweiten Runde. Okay. Ich habe meine Vorgabe erreicht, das war nicht das, was ich haben wollte. Weil du solltest Rundzeit haben, eine feste, 36,5, genau, 36,6. Und eine Reifen, allerdings, jetzt habe ich die Rundzeit, jetzt muss ich die Reifennutzung kriegen, hinkriegen. Du musst mit dem Kopf echt vorsichtig sein, ne? Ja, das war's. Bin abgeflogen. Autos war aus. Also, Autos kaputt. Mhm. Reifen vorne links. Das ist genau das, was ich meine. Der du musst echt höllisch mit den Curbs aufpassen, mit dem Gas. Sechster momentan. Und zwar nur knapp hinter Gasly, ne? Naja, passiert. So, kann ich jetzt irgendwie mal du jetzt so gucken gerade? Da bist du. Da sehen wir den Haas mal ein bisschen in Action. Genau an der Stelle hat es mich erwischt. Du wirst aber vorne ganz schön stehen dabei beim Bremsen, ne? So ein bisschen. Ja, ohne ABS. Ja, ja, alles gut. Ich bin gerade, wie gesagt, nur bei dir. Oh, Dritter, why? Halbe Sekunde. Gasly jetzt auf 3. Hey, Quatsch. Gasly? Ah, warte, hat doch die Runde rausgehauen.
Tsunoda, Bestzeit. Der Alpine da gerade vorbeigelassen, ne? Das ist doch, glaube ich, ein, zwei Autos hinter dir, sehe ich das gerade, richtig? Ja, ja. Wir wurden aber gerade alle gefühlt. Ja, weil ich vom Gas gegangen bin. Naja. Ich habe meine drei gewünschten Rennstrategierunden erfüllt. Ich gehe jetzt rein. Alles gut. Ich habe meinen, bei mir ist es halt so gewesen, dass ich das Auto weggeschmissen habe in der dritten. Ich war wollte halt auf Lila fahren, also gute geringe Reifenverschleiß und bin halt quasi in einer der letzten Kurven, hat halt einmal kurz das Auto auf dem Heck wahrscheinlich auf die Curb und dann ging es in die Wand. So, das war der Training Nummer 2. Dann Platz 11, Alonso. Gut, okay, wie gesagt, die Zeiten sind gerade irrelevant. Gut, ich bin Letzter, aber ich bin gesagt, man ist halt so wieder so ein bisschen dran. Das heißt, es wird auch ein bisschen Spaß sein, am Ende zu kämpfen, für uns beide eigentlich, wenn ich das sehe und so weit. Jetzt sind wir nämlich auch wieder näher aneinander. Weil jetzt sind die 2,5 Sekunden, gut, die 2,5 Sekunden auf die Spitze. Das ist durchaus realistisch, gerade wie gesagt, für Neuling, für mich. Neuling, Anführungszeichen. Und nochmal, ich habe 1,5 Jahre gar keine Erfahrung, was Formel 1 Spiele betrifft, weil einfach die Zeit nicht dazu war. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mir ein neues Ding geholt habe. Immer neues Lenker, wie man jetzt fahren kann. So. Gut, dann machen wir mal das Training Nummer 3 weiter. Weiter zur nächsten Session. Aber ich hätte insgesamt halt nur das Training auf Dings. Das haben sie irgendwann mal geändert gehabt. Dass man nicht mehr das komplette Training auf 30 Minuten machen kann, sondern jede einzelne Session. Das haben sie dann immer mal rausgenommen. Fand ich ein bisschen schade. So, gut,
Dann fahren wir jetzt mal die Rennstrategie auf Weich. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Noch haben wir keine Dings drin, keine Vorgabe, was wir bekommen, was die Rennstrategie betrifft. Boah, jetzt ist wieder warm. Ich kann leider den Ventilator nicht anmachen, weil man hört das dann. Und das ist sehr unangenehm. Die was? Dieser Doppelknick, der ist halt ohne ABS echt ekelhaft. Ja, das musste halt, muss man halt wo Alonso sein Überholmanöver gezogen hat. Och, keine Ahnung, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So, was soll ich jetzt hier schaffen? 30 Punkte, alles klar. Zeitmäßig jetzt 35, 1,41, das soll die Rundenzeit sein. Mit Weich durchaus schon machbar, würde ich sagen. Fast. Ich glaube, ich hatte 35,7 oder so. Oder 35,4. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier habe ich nämlich im zweiten freien Training das Auto weggepackt auf der Ecke hier. Wieder, das ist ein bisschen zu eng. Ich fahre die Kurve zu eng, das ist das Problem. Jetzt gerade zumindest. Leider habe ich die 30 Punkte nicht hingekriegt. Aber ich habe die Vorgabe von der Zeit her. Oh, Alter. Also ich muss hier 3 Runden fahren. Ich krieg 10 Punkte pro Runde und muss 3 Runden fahren. Alles klar. So stehe ich das. Machen wir das doch mal. Fährt jetzt wahrscheinlich die Dings, ne, das andere, den Reifenmodus. Ja.
So, neues Ziel, reiche 50. Jetzt habe ich 30, genau. Jetzt muss ich noch eine so eine Runde fahren. Ich habe 20 Punkte bekommen für die Runde. Nein, bitte nicht Auto wegdrehen. Das meine ich halt einfach. Es gibt ja sowas wie Drift-Modus tatsächlich hier mit den Autos, dass du ein- und ausstellen kannst. Wenn du den, glaube ich, eingestellt hast, dann fängt das Auto sich selber ab. Wenn du den ausgestellt hast, glaube ich, dann kann das passieren, dass du am Heck ziemlich gut den Strick haust. Das ist, glaube ich, eher für die Leute interessant, die dann am Anfang eher auf die ohne Traktionskontrolle fahren. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen verkackt, die Runde. Das ist aber nichts Neues. Und das passiert, wenn du auf Strecken fährst. Weil ich bin leicht auf die Kurve reingekommen und schon hast du die Runde ungültig. Aber ich habe eben meine Aufgabe erfüllt, von daher ist es nicht schlimm. Hülkenberg auf 3. Fertig. Mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest es nochmal versuchen.
Also ich habe meine Punkte geholt, meine 50 Punkte. Ich habe die Zielvergabe erreicht. Das war jetzt erstmal das Wichtigste. Ich fahre das Auto noch in die Box und dann ist gut. Ja, dann wird's ernst, ne? Ja, okay, Zeit. Das ist halt genau das, du kannst. Es passieren halt jetzt Zeitstrafen. Oder können Zeitstrafen passieren? Ich lass mal die zwei da hinter mir vorbei, weil das nervt mich sonst, wenn die mir die ganze Zeit am Arsch kleben. Gasly und? Ein Ferrari jedenfalls. Ja. Ja, auch bei den ganzen Blautönen musst du echt aufpassen, weil du dann nicht weißt, ist da jetzt ein Alpine hinter dir, ist da jetzt ein Williams hinter dir, ist da, gut, mit Bull, klar, ist dunkelblau, aber halt, ne? Du erkennst es nicht immer direkt. Man hätte vielleicht das Logo des Teams reintun können oder sowas. Dass du ungefähr weißt, okay, jetzt ist da, das und das ist jetzt gerade hinter dir. Da wird Kev Gaming in die Box geschoben. So. So. Ist ja schon beendet und mal schauen, was es wert ist am Ende. Also nicht weit weg von den Top 10 lief. Hauptsache Logan Sargent ist Erster. Sargent auf 1, Tsunoda auf 3, Bottas auf 4. Okay. Und wir beide ganz am Ende. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite mich da so ein bisschen an das Ende wieder des Rates ran. Ja, also ich habe jetzt auch mein Programm gerade nicht geschafft. Also ohne ABS, das Reifenmanagement-Programm ist, ja. Ja, das ist hart, weil du übelst dich das. Durch das Bremsen ist es halt schwierig, ja. So, dann haben wir das auch jetzt erstmal das Training jetzt durch. Und mit einem kurzen Qualifying geht es definitiv dann in der nächsten Folge morgen weiter um 14 Uhr, wie immer. Oh, Alter. Ich fange schon wieder an zu schwitzen. Ich krieg echt nochmal duschen. Aber egal. Das ist ja in der Formel 1 normal. Gut. Dann bin ich jetzt raus für heute und wir sehen uns morgen wieder.